Depressionen oder andere seelische Erkrankungen sind Erkrankungen, für die man sich nicht schämen muss. Und es gibt Hilfe und diese Erkrankungen sind behandelbar und müssen nicht zum Suizid führen. Ich bin Diana Doko, ich bin PR-Beraterin und Hochschuldozentin und engagiere mich ehrenamtlich in dem Verein Freunde fürs Leben, den ich vor 19 Jahren mit Gerald Schöms gegründet habe. Als wir den Verein vor 19 Jahren gegründet haben, ist Gerald Schöms und mir aufgefallen, dass es mehr Suizidtote in Deutschland gibt als durch Verkehrsunfälle, Raubüberfälle, AIDS und Drogenmissbrauch zusammen. Das heißt, in Deutschland sterben mehr Menschen durch Suizid als durch die anderen Ursachen, die ich gerade genannt habe. Und wir fanden das damals ziemlich erschreckend. Vor allen Dingen fanden wir die Zahl erschreckend. Das sind jedes Jahr 10.000. Und wir haben uns gefragt, warum weiß das keiner? Und haben dann recherchiert und haben festgestellt, dass es wenig Wissen und wenig Aufklärung an offiziellen Stellen gibt. Also zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es keine Informationen zum Thema Depression. Und wir werden auch in der Öffentlichkeit nicht darüber informiert, woran man eine Depression erkennt. Also, und deshalb haben wir uns damals gesagt, da wir PR-Experten sind und Kommunikationsexperten, dass wir über das Thema aufklären wollen und vor allen Dingen junge Menschen erreichen wollen, also Jugendliche und junge Erwachsene. Also in erster Linie brauchen betroffene Menschen, die ihnen zuhören, die sie nicht verurteilen, die ihnen nicht gute Ratschläge geben und nicht sagen, ach Mensch, das wird doch schon wieder und reiß dich mal zusammen. Und die auch zum Beispiel Suizidgedanken ernst nehmen, weil auch darüber gibt es entweder falsches Wissen oder Unwissen, weil die meisten Leute denken, jemand, der sagt, dass er sich das Leben nimmt, macht das sowieso nicht. Das stimmt nicht. Also 80% der Suizidtoten haben ihren Suizid vorher angekündigt. Also es gibt so viel Unwissen darüber, dass es erstmal wichtig ist, dass wenn man einem Betroffenen helfen will, dass man sich Wissen aneignen sollte. Aber am allerwichtigsten, das sagen wir immer, offen sein für die Person nicht verurteilen und zuhören. Und wir sind ja immer alle sehr schnell mit Ratschlägen, dass wir sagen, was kann ich jetzt demjenigen raten? Das nicht, sondern einfach zuhören, das hilft schon, weil die betroffene Person sich ja oft dafür schämt, dass es ihr oder ihm nicht gut geht oder sich nicht traut zu sagen, Mensch, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe Suizidgedanken, weil eher so ein Stigma darauf besteht. Dass man dieser Person das Gefühl gibt, hey, du bist nicht alleine, ich bin da, ich höre dir zu. Vielleicht auch konkrete Hilfestellungen leisten, sagen, du, ich gehe mit dir zum Arzt oder wir suchen zusammen eine Therapie oder was gibt es denn noch für Beratungsstellen? Also wirklich Angebote machen und das auch ernst meinen, diese Angebote. Auf jeden Fall sollte man sich als Angehöriger Unterstützung suchen, weil in erster Linie ist es erstmal wichtig, auf sich selber zu hören, zu sagen, kann ich mit der Situation umgehen? Kann ich demjenigen helfen? Möchte ich demjenigen helfen? Wenn ich demjenigen helfen möchte, aber überfordert bin, weil ich nicht so richtig weiß, ja, wie kann ich ihm denn helfen, da findet man auch auf unserer Website Anlaufstellen, also Anlaufstellen für Angehörige, Anlaufstellen für Freunde. Und wichtig ist es immer, andere Leute mit ins Boot zu nehmen und vielleicht mit anderen Familienmitgliedern zu reden oder mit Freunden zu reden, zu sagen, Mensch, ich mache mir Sorgen um Lisa, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihr helfen kann. Habt ihr eine Idee? Also sich auch wirklich Hilfe im Außen zu suchen oder wirklich professionelle Hilfe und sich beraten zu lassen. Wie kann ich mit dieser Person umgehen? Wie kann ich auf die Person eingehen? Weil das ist ja natürlich, das sagen ja viele Leute, die sagen, ich komme gar nicht mehr an meinen Partner ran oder ich komme gar nicht mehr an mein Kind ran. Was kann ich tun? Und wichtig ist, dass man sich dann auch selbst professionelle Hilfe sucht, weil das kann helfen. Wenn eine Beratungsstelle sagt, probieren Sie doch mal das oder probieren Sie doch mal das, dass man nicht so ganz alleine mit der Situation ist. Wichtig ist auch, dass man sich nicht auf das Umfeld verlässt. Ja, es ist ja ganz oft so, dass wir
das Gefühl haben, dass wir eine Grenze überschreiten, wenn wir zum Beispiel, also wir sehen, einer Arbeitskollegin geht es nicht gut. Und dann denken wir, naja, ich bin ja nur die Arbeitskollegin, die hat ja wahrscheinlich eine Familie, die kümmert sich schon um sie. Oder wenn wir sehen, einem Freund oder einer Freundin geht es nicht gut, dass wir sagen, naja, der hat ja eine Freundin oder die hat ja eine Freundin, die kümmern sich schon um die Person. Sondern, dass man sich auch traut, die Person anzusprechen, zu sagen, Mensch, mir ist aufgefallen, irgendwie bist du anders in letzter Zeit und ich mache mir Sorgen, kann ich dir helfen? Also, dass man diese Berührungsangst verliert. Und oft ist es ja so, dass Betroffene erleichtert sind, wenn man sie anspricht, dann müssen sie sich nämlich nicht mehr verstecken. Auf unserer Website haben wir bundesweit Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Und das sind jetzt nicht nur Beratungsstellen, die offline sind, sondern es gibt auch Beratungsstellen, die online sind. Also es gibt zum Beispiel Self-AP, das sind Therapeuten, die therapieren sozusagen online. Und jetzt zu Corona-Zeiten sind ganz viele Therapeuten, die eine Online-Therapie anbieten. Das heißt, auch wenn man das Gefühl hat, man will nicht raus, aber ich würde gern mit jemandem reden, haben wir diese Möglichkeiten auf unserer Website, die man sehen kann. Also wir unterteilen das auch in telefonische Beratung, Online-Beratung, Vor-Ort-Beratung und das wirklich bundesweit. Also es ist egal, in welchem Bundesland man lebt. Wir haben wirklich deutschlandweit Angebote. Und was wir zum Beispiel neuerdings haben, wir bieten den Freunde fürs Leben Spoon Room an. Der findet immer donnerstags um 18 Uhr statt, eine Zoom-Konferenz, wo jeder sozusagen mitmachen kann, der will. Und man muss nicht depressiv sein oder suizidgefährdet, sondern es ist ja auch oft so, dass man denkt, ich bin gerade so isoliert, ich habe nicht das Gefühl, dass ich psychische Probleme habe, aber ich möchte so gern mit jemandem reden. Und wir hatten das zum Beispiel letzte Woche und das sind immer ganz viele Leute aus Deutschland, die da mitmachen und dann redet man in kleinen Gruppen mit wildfremden Menschen 15 Minuten miteinander und dann wieder in der großen Gruppe und das ist geleitet von zwei Coaches und zwei Psychologen und ich war letzte Woche da und ich hatte zum Beispiel in meiner Gruppe zwei Krankenschwestern und mir war das gar nicht bewusst, die gesagt haben, ich bin Single, wenn ich von der Arbeit komme, gibt es wenig Freunde, die sich mit mir treffen wollen, weil ich arbeite ja im Krankenhaus. Ich könnte jemanden anstecken und ich fühle mich ziemlich einsam. Ich kann ja nicht immer was mit meinen Arbeitskollegen zusammen machen und dieser Spoon Room, der hilft mir, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Und deswegen, es gibt zurzeit so viele Angebote im Netz und wir versuchen die zum Beispiel auf unserer Seite zu bündeln, was ich auch wichtig finde, weil sonst klickt man sich von Website zu Website zu Website. Das ist so anstrengend und deswegen haben wir immer gesagt, wir wollen so klar und kurz wie möglich über unsere Website informieren, damit die Leute wissen, ah, okay, das spricht mich an oder das, damit sie sich nicht ellenlang was durchlesen müssen oder sich erst ein Buch durchlesen müssen, um zu verstehen, oh, vielleicht habe ich eine Depression. Das nicht. Also das ist wirklich unser Anliegen auf der Website, dass die Leute sich kurz und knapp informieren können.